weiter geht's hier bei Pearl TV mit dem Besten aus dem Katalog. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Für mich ist es das Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts. Ein Sprachübersetzer, der Ihnen jegliche Sprachbarriere abbaut. Vielleicht haben Sie noch dieses Jahr Urlaub geplant, was ja jetzt in viele Regionen der Welt wieder möglich ist. Aber vielleicht waren Sie dort noch nie. Ob das Dänemark ist, ob das Polen ist oder Ungarn. Einfach, man geht dorthin mit Erwartungen, aber weiß, ich spreche kein einziges Wort. So gehört es mir zumindest gehen. Aber das können wir ganz einfach beseitigen, ohne dass es zu Missverständnissen kommt. Und ich habe hier einen Artikel, kuriose Missverständnisse im Urlaub wegen Sprachproblemen. Die Hälfte der Befragten haben im Restaurant schon mal etwas anderes zu essen bestellt und ein komplett anderes Gericht erhalten. 16% sind an einem anderen Ort gelandet als geplant, als sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen. 21% gaben an, wichtige Informationen wie Infotafeln nicht verstanden zu haben. Und das sind so übliche Probleme, die man hat, wenn man die Sprache nicht sprechen und nicht lesen kann. Aber das wird jetzt gelöst mit unseren Echtzeit-Sprachübersetzern. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln bei dem, was du da gerade vorgelesen hast. Mir ist das selber schon passiert. Ja, irgendwo falsch hingeleitet, was Krummes gegessen oder sonst irgendwas. Dabei kann es so einfach sein, sich im Urlaub mit oder auf anderen Sprachen zu unterhalten, wenn man einen Übersetzer hat. Am besten einen Simultanübersetzer, jemand, der neben Ihnen steht und immer schön souffliert. Das hat der eine gesagt oder das hat der andere gesagt. Und das haben wir jetzt hier. Das habe ich für Sie in der Hand. Klein und handlich. Und bis zu 106 Sprachen können Sie sich hier bedenkenlos übersetzen lassen. Ganz egal, auf welcher Stelle der Erde Sie hier unterwegs sind. Das Schöne ist, wir haben ein schönes übersichtliches Display. Sie haben hier auch nur zwei Druckknöpfe. Das hier für Ihre Sprache und das ist für die Sprache, in die Sie übersetzen möchten. Sie sehen hier, ich kann jetzt hier von Deutsch ins Russisch übersetzen und kann alle Einstellungen, wie ich das vom Handy gewohnt bin, also auch per Touch-Funktion hier ohne weiteres bedienen. Jetzt wollen wir natürlich, können wir viel drum rumreden, wie das ganze Gerät theoretisch funktioniert. Wir gehen direkt mal in die Praxis über. Denn neben mir sitzt hier eine junge Dame, die ganz hervorragend Russisch spricht. Hallo. Und das ist für uns ein Glück, denn wir können dieses Gerät ohne weiteres mal testen und das tue ich jetzt natürlich auch. Hallo Diana, hast du dich schon mal verfahren, weil du die Sprache nicht verstanden hast? Диана, ты когда-нибудь пыталась судиться с собой из-за того, что не понимала языка? Das war jetzt das, was ich auf Deutsch gesagt habe, ins Russische übersetzt. Und jetzt nimmt Diana diesen Übersetzer und wird mir auf Russisch antworten. Und das Gerät wird mir das ins Deutsche übersetzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Да, конечно. Но сейчас я не имею такой проблемы, потому что у меня есть отличный переводчик. Ja. Natürlich. Aber jetzt habe ich ein solches Problem nicht, weil ich einen hervorragenden Übersetzer habe. Und das Tada. Ist es eben. Es gibt so viele Missverständnisse durch Sprachbarrieren. Jeder von uns, der mal im Ausland war, hat das erlebt. Und ganz egal, ob Sie mit dem Flugzeug, mit dem Bus, mit dem Auto unterwegs sind, das sollte auf Ihrer nächsten Reise so wichtig sein, wie natürlich der Ausweis, der Auslandskrankenschein und spätestens an dritter Stelle sollte dieser Sprachübersetzer definitiv kommen. Jetzt haben wir vor der Sendung ein bisschen was versucht. Ich spreche ja kein Wort Russisch. Ich glaube, da. Das kriege ich noch einigermaßen hin. Mag mal, bitte? Niet. Da und niet. Ja. So, und aber dann hört es auch schon wieder auf. Utra kann ich noch. Ja, genau. Ich wollte es mal versuchen. Okay, jetzt habe ich hier mit diesen Sprachübersetzer, habe ich mal Russisch gelernt. Ich spreche jetzt fließend Russisch. Moment. Mhm. Dobre Utra. Guten Morgen. Ja, siehst du? Wir sind so stolz auf dich. Du, das ist aber auch schön, du kannst als Reisevorbereitung gerade mal so Höflichkeitsfloskeln, die kannst du lernen. Also egal, jetzt gehe ich nach Polen, nach Russland, nach Ungarn. Ja, und dann lerne ich einfach mal guten Morgen, guten Tag, danke, bitte. Das kann ich mich auch vorbereiten. Aber bleiben wir mal bei Russland, weil ich sehe hier, du hast was Schönes. Wenn man jetzt wirklich mal in Russland ist, die haben ja nicht nur eine komplett andere Sprache, die haben sogar ein anderes Alphabet, das Kyrillische. Und da würde ich nicht mal Buchstaben erkennen. Guck mal, das ist ja genau der Punkt. Also du kannst das lesen, ne? Ja. Kyrillisch überhaupt kein Thema. Ja, finde ich ja faszinierend. Für mich persönlich wissen Sie romanische Sprachen, Französisch, Spanisch, Italienisch, kriegt man doch irgendwie vom Zusammenhang hin, dass man zumindest in etwa grob weiß, wovon die Rede ist. Bei diesen kyrillischen Schriftzeiten habe ich überhaupt keine Chance. So sieht das Ganze aus. Also mal ein Auszug aus einer russischen Speisekarte. Und jetzt kommt ein kleiner Übersetzer ins Spiel. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Sie können hier ganz einfach eine Kamera zuschalten. Das ist diese jetzt hier. Und die ist nicht etwa für Urlaubsfotos gedacht. Mit dieser Kamera können Sie jetzt einen geschriebenen Text abschalten.
abfotografieren. Das kann ein Straßenschild sein, das kann hier ein Auszug aus einer Speisekarte sein oder irgendetwas anderes Geschriebenes, zum Beispiel auch mal der Auszug aus einem Vertrag von mir aus auf einem Leihwagen, wenn der in der entsprechenden Landessprache ist, die Sie nicht verstehen können. Jetzt nehme ich mir dieses Kärtchen hier und halte den ganz einfach mal über diesen Text und da wollen wir doch mal gucken, was passiert. Ich knipse das jetzt ab, zack, so und schon fängt er an zu rechnen. Das heißt, er übersetzt mir jetzt genau das, was da drauf steht. So, und da haben wir das jetzt auch schon. Ich habe es jetzt hier in geschriebener Form. Jetzt möchte ich es mir ganz gerne mal anhören. Und da steht... Metro UFB XEBC KPBM Aulums KPIH. Okay, das war nichts. Achso, ich habe Französisch. Moment, ich muss umstellen. Augenblick, mein Fehler. Entschuldigung. Auf Russisch, also ich muss es auf Russisch umstellen. Ich versuche es nochmal. Augenblick, so. Jetzt habe ich von Russisch aufs Deutsche. Verzeiht mir das. So. Haben wir die Chance, nochmal das Bild zu sehen. Achtung. So. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Jetzt, Achtung. Na, komm. Menü Schwarzbrot mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Rüben 490 Rubel. Ja, das klingt schon anders als sonst was. Ja? Natürlich müssen Sie die Sprache vorher einstellen, das ist klar. Also er kann noch keine Gedanken lesen, aber 106 Sprachen, die kann er hervorragend übersetzen. Und so einfach kann das sein. Das klingt gut, oder? Ja. Wie viel sind denn 490 Rubel eigentlich? Kann das ist ungefähr 5 Euro. Das komplette Menü ja. für 5 Euro, das ist großartig. Läuft. Das ist, ja, läuft, läuft. Wir versuchen mal nochmal was. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Kommunikation, ja? Я люблю настоящий русский суп. Это называется борщ. Super, habe ich verstanden. Ich Oder? Mag echte russische Suppe. Ach, sie heißt Borsch. Ja, okay. Okay, Moment, Moment. Ja, das ist sag mal, bist du ja, jetzt gerade am Flirten? Ja, selbstverständlich. Möchtest du zum Essen einladen? Stimmt doch. Ja, oh. Kennst du denn ein gutes Restaurant? Вы знаете хороший ресторан? Na, wollen wir doch mal gucken. Да, конечно. Этот ресторан находится недалеко отсюда. Das klingt nicht nach einem Kopf. Ja. Natürlich ist dieses Restaurant nicht weit von hier. Siehste, hat funktioniert. So, wir sind alle gespannt, wie diese kleine Love-Story, der Flirtversuch von Herrn Carsten Rudern weitergeht. Diana? Aber Sie, bedenken bitte auch den Preis, der ist der Wahnsinn. Ja. Wir haben einen absoluten Hammerpreis für Sie, gerade bei diesem Echtzeit-Sprachübersetzer, der im WLAN-Bereich 106 Sprachen und im Offline-Bereich immer noch 12 Sprachen dieser Welt übersetzt, kostet normalerweise unverbindliche Preisempfehlung 299 Euro. Hier und heute für Sie 129,99 Euro. Und du stimmst mir sicher zu, Carsten, sollte auf keiner Reise fehlen. Jetzt weiß ich, du warst eine Zeit lang auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, oh und da ja. treffen sich ja 40, 50, 60 Nationen auf engstem Raum. Und genau so ist es. Natürlich ist dann da die, ich sag mal, die Bordsprache an sich war Deutsch, aber klar, wenn natürlich ein Mensch, der von den Philippinen kommt, auf einen Spanier trifft oder ein Inder auf einen Franzosen, natürlich gibt es da mitunter schon mal sprachliche Barrieren. Das meine ich jetzt nicht respektlos, das meine ich also einfach so, wie es eben nun mal war. Und sich da zu verständigen, war manchmal gar nicht so einfach. Klar, du kommst mit dem Englisch einigermaßen durch, aber manch einer hat vielleicht dann dieses Schulenglisch noch und da kommst du natürlich schnell mal an deine Grenzen. Und insofern ist es hervorragend, wenn du ganz einfach mal einen kleinen Helfer hast, der dir in gewissen Situationen beiseite steht und dir ganz einfach mal diese sprachliche Barriere abnehmen kann. Da kannst du viele Missverständnisse vorbeugen. Ja, und Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren, die kennen wir alle. Und vor allem, wenn Sie mit dem Auto ins Ausland fahren, da kann es ja auch zu ganz anderen Vorkommnissen kommen. Mal eine Panne, wo du Pannenhilfe brauchst. Ja, vielleicht ja. im schlimmsten Fall auch ja. mal einen Unfall, wo man dann Kontakt ja. zur Polizei hat. Oder ein ärztlicher Notfall. Ja. Dann steht man da und spricht die Sprache nicht. Ja? Mit diesem Echtzeitsprachübersetzer werden sich auch dann eben retten aus dieser Situation. Und da kann ich Ihnen nur sagen, der sollte, der muss auf Ihrer nächsten Reise, zumindest wenn Sie ins fremdsprachige Ausland gehen, mit dabei sein. Aber ich glaube, in Berlin wäre das auch nicht falsch, wenn man mal im Taxi fährt. Ja, ja. Ich glaube auch Berliner Taxifahrer. Ja. Also die ja. sind alle, machen allen einen tollen Job. Aber ja. da sind auch Inder dabei, Filipinos, aller Herren Länder. Und, ja. Oder auch ein Handwerker, die kommen ja heutzutage, oder der Paketbote. Ich habe doch mal ins Polnische übersetzt, können Sie mir die Wand in der Farbe weiß streichen.
Ja, okay. es hat ja nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Mitunter haben Sie einen Handwerker, der aus Polen kommt. Ich habe selber im Handwerk gearbeitet und mein Gegenüber konnte also wirklich nur gebrochenes Deutsch. Ich spreche kein Wort Polnisch und sich da verständigen zu können, ist also wirklich schon die ganz, ganz hohe Kunst. Wir haben zum Teil Bildchen gemalt. Wenn Sie so einen Simultanübersetzer zu Hause haben, ist das natürlich ein ganz anderes Kaliber, muss man ganz klar sagen. Also ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen. Ich finde es sensationell. 106 Sprachen hast du hier drin und das ist dein persönlicher mobiler Simultanübersetzer, den du jederzeit mal eben in der Tasche hast. Ja, und im Notfall eben auch der Garant, dass nicht irgendein Notfall noch schlimmer wird, weil es an der Sprachbarriere scheitert. Ihr Preis 129,99 Euro. Wir schauen mal kurz auf pearl.de. Unverbindliche Preisempfehlung knapp 300 Euro. Auf pearl.de schon günstig mit 150 Euro. Aber für Sie hier und heute 129,99 Euro. Die Bestellnummer ist die NX4668 und die 569. Also hier 106 Sprachen, überall, wo man WLAN hat. Das hat man heute an Bahnhöfen, Flugplätzen, an vielen in Hotels, in Restaurants. Aber was ist, wenn Sie mal im kompletten Funkloch sind, wenn Sie vielleicht irgendwo unterwegs sind, wo gar nicht so viel WLAN ist? Dann haben wir die Möglichkeit, mit unserem zweiten Gerät jetzt auch ganz einfach übers Handynetz die ganzen Sprachen abzurufen. Und genau so ist es. Ich habe es jetzt hier mal im direkten Vergleich. Also das ist das erste Gerät, was wir Ihnen vorgestellt haben, mit 106 Sprachen insgesamt. Und das ist das zweite Gerät. Sie sehen also auch von den größten Verhältnissen her, tut sich da nicht allzu viel. Lass den einen Zentimeter breiter oder länger sein. Aber auch vom Gewicht her ist das ungefähr vergleichbar. Dieses Gerät hat allerdings den Vorteil, dass Sie, und das kann man hier an der Seite sehen, ich hoffe, Sie können es zu Hause erkennen, dass man hier eine sogenannte SIM-Karte reinpacken kann. Sie kennen eine SIM-Karte als ganz normaler Taktgeber sozusagen für ein Handy. Da kommt normalerweise auch eine SIM-Karte rein. Auf dieser SIM-Karte ist deine Rufnummer vermerkt. Und mit dieser SIM-Karte kommst du mit jedem elektronischen Gerät, normalerweise mit einem Handy, aber damit natürlich auch mit einem Übersetzer, jederzeit in das sogenannte Handynetz. Und das ist mittlerweile weltweit so weit ausgebaut, dass man überall dort, wo man jetzt zum Beispiel kein WLAN zur Verfügung hat oder sich nicht umständlich einwählen möchte, ganz einfach hier über das Handynetz simultan übersetzen kann. Und das eben in 75 Sprachen. Da ist natürlich alles Mögliche mit dabei. Klar, der Großraum Europa, Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch, selbstverständlich die Klassiker, aber auch alle anderen möglichen Sprachen. Sie gehen auch hier ganz einfach auf das entsprechende Symbol. Ich gehe da mal zurück und zeige Ihnen das mal vom Display. So sieht das Ganze aus. Das heißt, verschiedenste andere Funktionen, auch in der direkten Kommunikation. Kamerafunktion hat er natürlich auch. Wenn Sie jetzt hier kommunizieren möchten mit Ihrem Gegenüber, und selbstverständlich möchte ich das mit Diana noch zu Ende bringen heute, damit wir mal zu einem Ergebnis kommen, gehe ich jetzt hier mal auf das Thema Kommunikation. Ja, noch lachst du. Wacht ab, wenn ich die Adresse gleich in der Tasche habe, dann lachst du dich kaputt. So, ich gehe mal vom Deutschen ins Russische. Auch das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Du hast hier die Landesfarben und jetzt suchen Sie sich ganz einfach die Sprache heraus. Gucken wir mal gerade, wo ist Russisch? Muss mal ein bisschen auf die Seite schauen. Alphabetisch sortiert, A, B, C, D. Weiter. Du erkennst es direkt an der Fahne von der Seite aus, ne? H, I, J, K. Moment, wo sind wir jetzt? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Moment, O, P, Russisch. Ja. Da ist Russisch. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Wie weit ist das Restaurant denn von hier entfernt? Как далеко отсюда ресторан? Ja, ich bleibe am Ball, Freunde. So, wie sieht's aus? Я могу вам показать. Следуйте за мной. Ich kann dir zeigen, folge mir. Siehst du, wie einfach das geht? Okay, ich bin da jetzt raus, aber Sie dürfen flirten, Sie dürfen fragen, Sie dürfen auch vielleicht mal Sachen erfahren in Ländern, in denen Sie in Urlaub sind, wo man eben als Nicht-Native-Speaker normalerweise gar nicht in Erfahrung bringt. Also auch mal mit Einheimischen sprechen, die vielleicht überhaupt keine Fremdsprache sprechen. Und das jetzt bei diesem Gerät im WLAN. Offline ebenfalls 12 Sprachen, aber auch, und das ist herausragend, mit einer Daten-SIM-Karte auch übers Handynetz und das weltweit. Für gerade mal 149,99 Euro. Auch hier möchte ich die unverbindliche Preisempfehlung noch mal erwähnen. 300 Euro. Also 50% günstiger heute hier, wenn Sie zuschlagen. Und ich bin mir wirklich felsenfest der Überzeugung, dass so etwas in jedes Gepäckstück gehört, wenn man auf Reisen geht. Nochmal, es muss so selbstverständlich wie der Reisepass, der Auslandskrankenschein sein. So an dritter Stelle spätestens kommt jetzt der Echtzeitsprachübersetzer. Aber auch hier scheitern wir nicht an Schildern.
Carsten. Und genau das ist es, liebe Zuschauer. Ich habe ja noch mal eine ganze Armada an Schildern mit dabei. Ich suche mir mal eins heraus, was ich immer ganz interessant finde. Ich persönlich mag das Klangbild einer spanischen Sprache ganz sehr, sehr gerne. Ich finde, das klingt immer so schön, so ay caramba-mäßig. Ja? So, caramba. Ja, es ist so, wir haben so richtig Kavum in der Sprache. Italiener, Spanier, großartig. So, und das ist jetzt hier mal ein Auszug aus einer spanischen Speisekarte. Sehr, sehr lecker. Das Einzige, was ich auf Spanisch kann, ist tatsächlich Tapas. Der hört es aber auch schon wieder auf. Jetzt bin ich von mir gegen irgendwas allergisch. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Problem mit Gluten oder bin laktoseintolerant oder sonst was für Geschichte. Das ist nicht wertend gemeint, ist einfach nur eine Frage. Und jetzt gehe ich wieder hin und schalte dann entsprechend ganz einfach auf Kamera um. Ich zeige Ihnen nochmal, wie es geht. Ja, ganz einfach hier ins Hauptmenü. Ist eine Touchfunktion, wie Sie es vom Handy hier auch kennen. Jetzt gehe ich auf das Symbol Kamera und schon öffnet sich im hinteren Teil die Kamera. Ja, natürlich nicht für Urlaubsfotos gedacht. Das ist zum Übersetzen gedacht. Und jetzt nehme ich mir diese Speisekarte mal. Und da kann man auch oben wieder die Sprache einstellen, ja, die man will. Das ist jetzt Spanisch. Habe ich jetzt auf Spanisch eingestellt. So, okay. So, Moment. Schmeiß die mir den Übersetzer um. Hast du das gesehen? So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt arbeitet er hier und ist schon fertig damit. Und jetzt hat er mir das Ganze entsprechend ins Deutsche übersetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf dieser Speisekarte draufsteht. So, wollen wir mal hören. Roastbeef, Brathähnchen, Chorizo, Garnelen und Käse. Serviert über zu Bratensoße, begleitet von Nopel Ass. Ja. Okay, ja. Das klingt aber hervorragend. Ich weiß, dass du keinen Fisch magst. Ja, aber der Rest war schon mal sehr gut. Also ja, finde ich auch klasse. Wow, aber Sie sehen, plötzlich keine Missverständnisse mehr. Für mich wäre das Gerücht jetzt rausgegangen. Ich hätte eins weitergeschaut, ohne Fisch. Ja, ja. Aber die Liebhaber von Fisch oder auch von Meeresfrüchten kämen jetzt voll auf ihre Kosten. Und Sie können auch jede Sprachbarriere dieser Welt abbauen. Egal, wo Sie sich bewegen, Sie können sich mit einem unserer Echtzeit-Sprachübersetzer verständigen. Auch hier schauen wir auf Pearl.de, auf den regulären Preis. Und da sehen wir es, knapp 170. Sie sparen hier und heute nochmal exklusiv als Pearl TV-Zuschauer 20 Euro. Ihr Preis, Ihr TV-Sonderpreis 149,99 €. Die Bestellnummer ist die NX4906 und die 569. Jetzt ist das so technologisch ausgereift. Wie gesagt, für mich das Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts, dass Sie das dann vielleicht auch ein klein wenig schützen möchten. Und deshalb hast du uns hier noch eine kleine Schutztasche mit Zusatzfunktion mitgebracht. Ja, Sekunde mal ganz kurz. Was heißt denn Mikrofasertasche auf Russisch? Ah nee, Quatsch, falscher Knopf. Was heißt denn Mikrofasertasche auf Russisch? Что означает сумка из микрофибры по-русски? Das wäre jetzt viel einfacher gewesen. Mikrofasertasche. Dann hättest du ja das auf Russisch übersetzt. Nur so ein Tipp am Rande. Ja, so. Worauf ich hinaus wollte, war auf diese praktische Mikrofasertasche. Wir haben ihn. Ja, ich bin zu blond manchmal für diese Welt. Haben wir natürlich hier ganz einfach mal so eine kleine Schutzhülle mit dabei. Das heißt, hier haben Sie Ihren kleinen Simultanübersetzer, egal ob jetzt der erste oder der zweite, immer mal ordentlich verpackt. Das Schöne ist, wenn Sie hier mal ein paar Fingertapsel auf diesem Touchdisplay haben, dann hat man auch mal ein bisschen was zum Abwischen. Eine kleine Tasche ist natürlich ebenfalls nochmal mit dabei. Da kann man nochmal einen Kopfhörer, ein bisschen Kleingeld oder sonst sowas reinpacken. Also 9 von 10 Kunden, die sich den Simultanübersetzer nach Hause bestellen, nehmen die Mikrofasertasche ganz einfach damit dazu, dann ist sie geschützt. Ja, für 4,74 Euro ist das auch keine Kunst. Die Bestellnummer ist hier die PE38 06 und die 569. Beide Geräte sind akkubetrieben, aber irgendwann müssen sie auch nach vielen Stunden, die wieder aufgeladen werden. Ladekabel ist dabei, aber sollten Sie kein passendes Netzteil mehr haben, wir haben es für Sie. Ja, und das habe ich hier auch in der Hand, liebe Zuschauer. Man kennt es tatsächlich. Ich persönlich habe 3 oder 4 Netzteile zu Hause. Ja, und wenn ich eins suche, habe ich nie eins zur Hand. Deswegen bestellen Sie am besten gleich noch ein zweites oder drittes dazu. Macht ganz einfach Sinn zum Aufladen von Handys, von den ganzen Simultanübersetzern oder auch mal zum Betreiben von anderen Geräten, die per USB-Stecker mit Strom versorgt werden. Ist ein wunderschönes Gerät und ist preislich sehr, sehr interessant. Ich habe auch schon 12, 15 Euro und mehr am Flughafen für ein blödes Netzteil bezahlt. Hier kriegst du es für 5,69 €. Bestell dir gleich 2, 3 Stück mit dazu. Dann hast du auch mal für andere Geräte immer das Passende zu. Mittlerweile haben wir übrigens Netzteile Regenschirme abgelöst, wenn wir sagen, was haben Regenschirme mit Netzteilen. Lange, über Jahrzehnte waren Regenschirme die meistvergessenen Produkte überhaupt. Mittlerweile sind es Netzteile. Wie viel haben Sie schon irgendwo in einer Ferienwohnung, in einem Hotel oder bei einem Freund liegen lassen? Deshalb Netzteile kann man nie genug haben. Die Bestellnummer, die SD2201 und die 569. Und jetzt hoffe ich, Sie freuen sich auf Ihren Urlaub, den Sie vielleicht noch dieses Jahr oder dann gleich nächstes Jahr antreten werden. Aber was unbedingt dabei sein sollte,
ist Ihr Echtzeitsprachübersetzer, der sämtliche Sprachbarrieren dieser Welt in Luft auflöst. Also ran ans Telefon, holen Sie sich Ihr Lieblingsgerät mit die zwei, die wir vorgestellt haben. Da wird mit Sicherheit das Richtige für Sie dabei sein. Nutzen Sie den TV-Sonderpreis, der nur bis 2 Stunden nach der Sendung gilt. Und dann wünschen wir Ihnen einen wunderschönen, erholsamen Urlaub.